Hallo. Heute ein kurzer Tipp. Ich hatte ja schon mal ein Programm geschrieben unter Python, das so ähnlich wie MyUnity die Launcher-Colors verändert, ne, dass sich die Farben hier ändert vom Launcher. Mittlerweile scheint es mir so, MyUnity scheint eine gewisse Inkontinenz aufzuweisen, was die Farben angeht, oder beziehungsweise Unity hat sich was geändert, das funktioniert so nicht mehr, der verliert sofort wieder die Farbe. Ja, merkt man auch, wenn man jetzt irgendwas macht auf dem Launcher, und ich klicke jetzt hier drauf, geht er sofort auf die Standardfarben wieder. Aber durch mein kleines Python-Skript, das ich hier noch ein bisschen angepasst habe, wo ich Zufallszahlen habe generieren lassen, Zufallsfarben genauer gesagt, bekomme ich jetzt hier immer wieder die Farbe gesetzt und das funktioniert. Also kleiner Workaround. Ne? Also wie gesagt, das Skript hatte ich schon mal gezeigt. Die kleine Anpassung war eigentlich nur die, dass hier die neue Farbe automatisch per Zufallszahl generiert wird. Im Format Rautezeichen ein Hexcode für die Farbe RGB, RGB im hexadezimalen Format und angehängt ein kleiner Hexcode, der anscheinend Auswirkungen hat auf die Transparenz. Deshalb auch in meinem Skript werden die ersten drei Farben bzw. die ersten drei hexadezimalen Zahlen mit Upper in Großbuchstaben umgewandelt und die letzte halt nicht. Das folgt halt diesem Format, das ich da mal so rausgefunden habe, wollte ich nur kurz gezeigt haben. Gut, und dann habe ich noch Folgendes gemacht, dann habe ich das zu meinen Startprogrammen hinzugefügt, ne? Startprogramme. Und hier haben wir Launcher Colors Random hinzufügen, hatte ich gesagt. Das Programm, ne? Ich bearbeite das jetzt mal, seht ihr, könnt ihr einen freien Namen vergeben. Ich habe das jetzt mal Launcher Colors Random genannt, das ist aber nicht der Dateiname. Sondern hier kommt der komplette Pfad in Anführungszeichen, wo dann die Datei liegt, also mein Python-Skript liegt. Hier in dem Fall auf der Arbeitsfläche Launcher Colors Random. Das Ganze in Anführungszeichen gesetzt, weil da auch Leerzeichen mit drin sind. Gut, und dann wird das automatisch beim Starten des PCs ausgeführt. Gegebenenfalls müsst ihr noch mit Rechtsklick auf die Dateieigenschaften Zugriffsrechte als Programm ausführen auswählen. Gut, wie gesagt, funktioniert jetzt prima. Auch wenn man jetzt hier auf der Dash-Startseite ist, wird nicht nur das Unity geändert, also der Unity Launcher, sondern der komplette Dash. Ja? Also die komplette Oberfläche. Wen da stört, wie gesagt, im Moment ist es ja so, wenn man irgendwo draufklickt, geht es zunächst auf die Standardfarben zurück, die ich ganz am Anfang hatte. Und ich habe hier mit einem 3-sekündigen Delay, also Sleep 3, dafür gesorgt, dass nach spätestens 3 Sekunden wieder die Farbe gewechselt wird. Selbst wenn er jetzt auf die Standardfarben zurückfällt, bumm, nach 3 Sekunden spätestens ist alles wieder gut. Ja, alles höchst experimentell, auf eigene Gefahr. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.